Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 2. Und ja, wir haben hier in der letzten Runde, letzten Aufnahmesession vielmehr, uns nett unterhalten mit diesen Mumien-Präsentiertyp, wie auch immer. Und schauen uns hier immer noch mit denen ein wenig um und vor allen Dingen, haben wir ja noch einen Auftrag bekommen von der Biggie, der Besitzerin einer Bar, wenn ich das hier richtig in Erinnerung habe. Und da sollen wir einen gewissen Herrn suchen und finden. Und ich habe hier gerade was entdeckt oder gefunden, wie auch immer. Was sehr interessant ist, denn das sieht hier ganz nach einem Zugang der Bruderschaft oder sowas ähnliches aus. Auf jeden Fall scheint das hier irgendwie ein Zugang zu einem alten, zu einer Vault oder sowas ähnliches zu sein. Du siehst einen Mann in einer Metallrüstung. Quatschen wir dir nochmal an. Hallo, Damdos, ich bin Joshua. Was kann ich für dich tun? Woher kennst du meinen Namen? Deine Taten haben in letzter Zeit Aufmerksamkeit erregt. Die Leute reden und die Leute hören zu. Neuigkeiten verbreiten sich. Denk daran, du bist nur ein kleiner Fisch in einem Meer voller Haie, Nandos. Was meinst du damit? Sagen wir einfach, du bist neu hier und du hast keine Ahnung, was in der Nachbarschaft so passiert. Und es passieren in eine ganze Menge mehr als deine kleine Odyssee. Sprich weiter, ich höre dazu. Ich habe für heute genug gesagt. Ich glaube, du solltest dich jetzt um deine Angelegenheiten kümmern. Warte, ich muss dir ja noch ein paar Fragen stellen. Also gut, du darfst mir noch eine Frage stellen. Was willst du wissen? Jetzt wird's schwierig. Wenn es also wirklich nur eine sein sollte, wir schauen mal. Weißt du vielleicht, wo ich einen Geek finde? Weißt du vielleicht, wo ich Bunker 13 finde? Ich suche einen Händler namens Vic. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finde? Ja, Moment. Vic haben wir ja rausgefunden. Der ist ja bei irgend so einem Metzger. Jetzt müsste ich nochmal in die meine Informationen hier blicken, ob ich da irgendwas aufrufen kann. Irgendwo war da was. Der ist da jedenfalls gefangen. Ja, ich frage mal, wo Bunker 13. Ich habe viele Geschichten über Bunker 13 gehört und keine davon erwähnt, wo er sich befindet. Viel Glück, Namdos. Ja, super, danke. Okay, mehr kriegen wir aus ihm tatsächlich nicht raus. Voila. Geschätzt. Markierung. Dies ist das Symbol der stählernen Bruderschaft. Alter. Die Markierung zeigt dem Ödland, dass dies ihr Gebiet ist. Sofort zu verlassen ist. Tür, ich glaube, da dürfen wir nicht ran. Ich mach mal vorsichtshalber Folgendes. Speichern. Oh, wo das Geding sah, hat sich erstmal erledigt. So. Scheint mich schon mal viel zu früh in irgendwelchen Ecken, wo ich noch gar nicht sein sollte, sein darf und dergleichen. Du hast da nichts verloren. Ist ja gut, ich gehe ja schon. So gut, dass der uns nicht direkt angreift, aber er ist nicht sehr erfreut über unser Tun. Dann schau ich mal. Moment. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Wie war das nochmal? Archive sind nur die... Genau, das sind die Videoarchive. Da ist sonst weiter nichts. Dann gehen wir mal hier in den Status. Schauen wir uns mal... Treibgeld von Fred ein. Ach ja, genau, genau. Wir müssen ja diesen Fred finden. Und der schuldet der guten Becky Geld. Ich glaube irgendwie so um die 100 Dollar oder sowas in der Richtung. Ja gut, dann schucken wir doch mal, ob wir den Fred finden können. Hier rennt ja einiges rum an Bürgern. Das sind aber alles Jetties. So, also Leute, die, ne, wo habe ich nur meinen Vorrat hin? Ja, die also stark unter irgendwelchen Drogen zu leiden haben. Oh, dann hat uns angeklickt, ja egal.
Oh mein Kopf. Hast du die Straßenlampe? Wir müssen hier. Du siehst einen Schlägertypen. Hey Mann, ich bin Joe. Was machst du in meinem Revier? Dein Revier wohl kaum. Vielleicht suche ich dich. Ich bin Schweck. Tschüss. Ich brauche einige Informationen. Wahrscheinlich vollkommen Humbug, aber nun gut, versuchen wir es mal. Was willst du wissen? Nichts, was du besorgen könntest. Hast du von Bunker 13 gehört? Macht nichts, wir sehen uns. Hast du von Bunker 13 gehört? Bunker 13? Noch nie gehört. Erzähl mir bloß nicht, die haben schon wieder eine neue Droge erfunden. Jet ist unschlagbar. Nein, du Idiot. Nein, das ist ein Ort. Kann ich dich was anderes fragen? Ja, wunderbares Jet. Nein, schau. Ich frag mal, nochmal hier, ne? Nein, es ist ein Ort. Kann ich dich was anderes fragen? Was willst du? Nichts, was du besorgen könntest. Macht nichts, wir sehen uns. Jetzt gehe ich mal da drauf. So, wer noch ich sonst noch? Schlägertyp. Noch ein Schlägertyp. Ich glaube, mit den Schlägertypen hier kann ich nicht viel anfangen. Außer, dass man sich vielleicht mit dem mal irgendwie ja, rumprügeln kann. Vielleicht irgendwelche Sachen besorgen kann. Vielleicht haben die ja Jets oder so. Ne? Man weiß es nicht. Vielleicht kann man bei denen auch was kaufen oder verkaufen. Ich denke aber eher nein. So, ja. Wo kann der Typ denn sein? Also ist hier nicht ne, einer von den... mal schnell anderen Besitzern von Lokalitäten, Geschäften oder dergleichen, sondern es muss irgendjemand sein, der hier rumhängt. Vielleicht soll ich doch nochmal mit einem von diesen anderen Schlägertypen sprechen. Vielleicht kennen die den ja, wer weiß. Hau ab! Ja, das ist eindeutig. Jetzt sind wir wieder irgendwelche Hunde zu hier bellen, aber die man absolut nicht sieht. Ein bisschen komisch, ja. Erst hatten wir die unsichtbaren Kinder, jetzt haben wir die unsichtbaren Hunde. Jo, oh Moment, war ich hier schon? Sehe gerade, da wird etwas so schön dunkel war, jetzt langsam hell. Das heißt, dieses Gebiet haben wir noch nicht bereist. Hier ist aber auch niemand. Was nicht gut ist. Nun gut. War gut, dass der gute Fred da jetzt im Augenblick... es war doch Fred, ne? Also ich mich jetzt hier mit dem Namen vertue. Da bin ich immer gut drin. Im Vertun von Namen. Wo klicke ich schon wieder rum? Wo suche ich schon wieder? An den verkehrten Stellen. Fred, genau. Ja, wie gesagt, also mit Namen. Die sind immer so meine so eine Sache bei mir. Aber hier schön ist ein Auto, mit dem man genau nichts machen kann. Dieses Auto scheint nicht fahrtüchtig zu sein. Es sieht besser aus als die anderen Autos in der Gegend. Vielleicht kann man es reparieren. Wir haben da ja Sachen, ne? Ich versuche es erstmal so auf die ganz dumme Tour. Du kannst es nicht reparieren. Moment. Wo ist diese Einspritz-Dingsbums-Bums? Die habe ich doch mit dabei. Normalerweise. Haben ja gewisse Kinder vielleicht hier irgendwelche Sachen gestohlen? Kann das sein? Wäre sehr, sehr ärgerlich. Oder habe ich das an jemanden übergeben? War ich so schlau? Lass du wollen. Nur mal kurz gucken, wie es bei dir so mit den... er hat die. Oh, Gott sei Dank. Das war aber schon leicht. Voilà. Leicht am Zweifeln. Achso. Okay. Versuche ich jetzt mal mein Glück. Was hat die denn jetzt? Habe ich vergessen zu tauschen? Bin ich noch nicht ganz wach oder was ist hier los?
Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Mit, tauschen. Ich bin wahrscheinlich nicht auf tauschen gegangen, kann das sein? Entschuldigung. Ja. Mehr neben der Spur als ich kann keiner sein. Das ist mal ganz endlich. So, jetzt mache ich das Teil endlich mal. Wahrscheinlich können wir damit auch nichts machen, aber trotzdem mal ausprobieren. Wie gesagt, man sollte nichts unversucht lassen. Es würde zu viel Lärm machen. Was ist los? Geh bloß da weg von meinem Auto. Oh, es würde zu viel Lärm machen, die Haube aufzumachen und an dem Auto umzubasteln. Wer ist denn irgendwo? Du siehst einen schmierigen alten Trottel. Hallo, schmieriger alter Trottel. Wenn ich dir doch einmal bei meinem Auto erwische, passiert was. Das wird nicht passieren. Na gut, dann... der möchte nicht, dass man da irgendwie Sachen macht. Kann ich sonst mit dem irgendwie noch reden, oder? Verflix, was kann ich jetzt für dich tun? Ich frage mich nur, was du hier machst. Sag mal, Alter, ich habe hier dieses Teil aus Klamath. Ich habe mich nur ein bisschen umgesehen. Bis später, Smithy. Woher wissen wir den Namen? Egal. Ich frage mich nur, was du hier machst. Die meiste Zeit bewache ich nur diesen alten Schrott. Hab nur dieses eine Teil, das was wert ist. Was ist das? Es ist... Was? Es ist dein? Wieso denn jetzt dein? Es ist dein oder wahrscheinlich ein Chrysalis Motors Highwayman. Früher hat man gesagt, nichts kann einen Highwayman aufhalten. Sie sind aber auch echt robust gebaut. Was ist? Läuft er? Glaubst du, ich wäre immer noch in diesem Loch, wenn er liefe? Wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht. Ich bin hier sehr bequem geworden. Ich verstehe. Ich würde das Auto schon verkaufen, wenn mir jemand die Batterie gibt. Oder nein, ich bräuchte einen Treibstoffzellencontroller. Wenn ich einen hätte, würde ich das Auto für $2000 verkaufen. Ich könnte den Controller sogar einbauen, damit es richtig läuft. Das hört sich interessant an. Ich komme auf dich zurück, wenn ich einen Treibstoffzellencontroller finde. Jetzt möchte ich dich noch aber etwas anderes fragen. Ich komme wieder, wenn ich einen gefunden habe. Wie das ist mit dir? Ich frage mal noch was anderes. Haben wir noch irgendwas? Sag mal, Alter, ich habe mich ein bisschen umgesehen. Sag mal, Alter, ich habe hier dieses Teil aus Klamath. Lass den alten Smithy mal einen Blick drauf werfen. Sicher, hier ist es. Das sieht ganz wie ein Treibstoffzellencontroller aus. Wenn ich ein funktionierendes Auto hätte, könnte ich das bestimmt ausnutzen. Was? Wie du siehst, habe ich ein... dieser Name... Chrysalis Motors Highwayman. Wunderschöne Kiste. Früher hat man gesagt, nichts kann einen Highwayman aufhalten. Sehr stabil und robuste Bauweise. Wir drehen uns im Kreis. Na gut, aber was hat das mit mir zu tun? Naja, das reicht eigentlich noch nicht. Was? Will nicht sagen, dass ein Regulator schon was bringt, aber du brauchst einen Treibstoffzellencontroller. Warum das denn? Na, wenn du so einen Controller und $2000 hättest, könnte ich diesen Chrysalis Motors Cyberman hier reparieren und du könntest wieder mit Stil Gas geben. Wirklich? Wo kriege ich so einen Treibstoffzellencontroller her? Dumme Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich das Auto ja wohl längst selbst fahren. Oh ja, ich werde mich danach umhören. Gute Idee. Wenn du einen auftreiben kannst, komm einfach wieder her. Ach ja, und vergiss die $2000 nicht. Ich werde mich gleich mal noch nach einem Umsehen wiedersehen. Was sehr seltsames Gespräch. Eigenartig irgendwie. Tja, gut.
Das Teil wieder dann irgendwie doch nicht und irgendwie ganz kurios. Lass du wollen. Ich habe da wieder Sachen, die ich erstmal wieder abtreten möchte. Zum Beispiel dieses Teil. Habe ich sonst noch was, was vielleicht dringendst anderweitig untergebracht werden sollte? Das Funkgerät vielleicht erstmal. Und dann gehen wir mal auf die Schuhe. Okay. Ganz schnell mal in den Bereich Status geguckt. Haben wir jetzt da irgendwie den tatsächlichen. Jo, besorg ein Autoersatzteil fürs Missy oder Smitty. Okay, okay. Ja. Kurios, kurios. Wo ich gerade hier in der Nähe bin, ne, und so und mich auch so ein bisschen umsehen möchte. Was hat der gute Mann denn so anzubieten? Jo, vielleicht sollte ich vorher vorsichtshalber mal speichern. Gut, Bruderschaft ist egal. Denn vielleicht findet er es ja nicht so gut, wenn ich hier, ne, in seinen Schränken rumwühle. So, ein hier schönes Käseschips. Werkzeug habe ich selber. Die Minus leer. Was ist das, dieses komische Battle-Teil? Schaufel, okay. Ja, erstmal uninteressant. Für den Fall des Falles kriege ich drauf zurück, aber im Augenblick sehe ich da jetzt wenig Verwendung für. Okay, ja, seltsame Begegnungen mit seltsamen Typen. Nur der besagte Fred Feuerstein, den haben wir hier irgendwie immer noch nicht. Ich brauche mehr. Achso, das sind alles Jetties. Das ist auch einer. Mit ihr können wir uns mit ihr unterhalten. Es strömt durch meinen Körper. Jo, alles klar. Gut. Da sind die lieben Kleinen. Vor denen muss man sich so ein bisschen in Acht nehmen. Das sind die Schlägertypen. Da kann natürlich sein, dass zu gewissen Zeiten gewisse Leute auftauchen, beziehungsweise wieder verschwinden. Oder wie auch immer. Und aus dem Grunde finde ich den guten Mann vielleicht hier noch nicht. Ist das ist auch ein Jetty? Also ich vermute mal, dass er als Fred oder irgendwie oder als Bürger oder so gekennzeichnet wird. Nicht unbedingt als Jetty. Ja, ich würde mal sagen, dann unterhalten wir uns mal noch mit ein paar anderen Leuten hier. Ich meine, hier gibt es ja noch das ein oder andere die ein oder andere Einrichtung. Das war ich ganz kurz verwirrt. Was haben wir denn hier? Die Lara! Oh, speichern! Okay. Dann nehmen wir dich neben vor, ist auch mal ein 9. So. Irgendwie verfolgt uns dieser Highwayman. Die Lara. Wer bist denn du? Ich heiße Lara und das ist meine Gang. Du machst dir lieber keinen Ärger, sonst könnte sonst das schmerzhaft für dich werden. Hast du Arbeit? Tja, es hängt davon ab, was du kannst. Da ist noch etwas, was ich wissen will. Wenn du es rauskriegst, zahle ich dir was. Logisch, was ist das? Also, östlich von hier ist eine Kirche.
Metzger hat dort einige Leute, die irgendwas da drinnen bewachen. Finde heraus, was, und ich zahle dir $200. Ach ja, genau, Metzger war derjenige sicher. Ja, ja, genau. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Lass dich nicht auf einen Kampf ein, noch nicht. Ich habe einen Plan. Okay, kein Problem. So, gut, ja. Hört sich jetzt erstmal nicht so verkehrt an, glaube ich. Sammeln wir erstmal ein paar Aufträge, komme ich hier rein, ohne von denen dann direkt gefoltert, getötet oder sonstiges zu werden. Das ist jetzt, kann ich dann hier mal so ein bisschen gucken. Naja, Kugel und Kanonen, das Teil haben wir schon mal gefunden. Ich nehme es mal, ich glaube nicht, dass ich das nochmal verwenden kann, aber oder ob das irgendwas bringt. Sei es drum, die drei Leuchtraketen. Also im Zweifelsfall kann man sie verkaufen. Genau wie das Brecheisen. Ja, okay. So, Momentchen mal. Ganz kurz mal geguckt, wie sieht es überhaupt aus? 79. So. Und du lernst, wie man besser mit Waffen umgeht. Oh, es ist Abend geworden. Oh, tatsächlich 83, das war's gemacht. Uiuiui, das ist ja cool. Ah, sehr schön. Gut, dass wir das nochmal gemacht haben. Und nochmal die Chance dazu hatten. Das gefällt mir. Wie spät ist das denn? 22:21 Uhr. Uiuiui, ist ganz schön Zeit vergangen. Nur jetzt hier wegen Lesen und so. Ja, kein Problem. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Komm, schau dir den Laden von Flick an. Will ich das? Sollte ich das tun? Hier waren wir schon. Genau, no, da ist halt der Typ mit dem... mit dem Sarg, der angeblich Mumie, der ägyptischen. Da stehen immer noch die gleichen Gestalten rum. Okay, wie sieht's denn hier nebenan aus? Vielleicht ist er ja in einem anderen Bereich der Stadt, falls es denn da weitergeht. Interessant, interessant. Es geht weiter. Was hier Schönes? Du siehst, Schild, das Loch. Oh. Oh, oh, oh. Ein Friedhof.